Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, dem Browser Game. Ja, heute gibt es eine XXXXL-Folge mit Züchten. Ich muss ganz, ganz dringend züchten. Und ich habe mir gedacht, weil es doch den einen oder anderen immer wieder interessiert, habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit, suche quasi jetzt zusammen die Stuten für die Hengste mit raus. Und ja, wir fangen jetzt mal mit dem ersten an. Jetzt muss ich natürlich, ihr seht natürlich hier meine ganzen Stuten, die ja wieder gedeckt werden müssen. Jetzt muss ich hier nur so ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht doppelt irgendwas drin habe. Dich aber schon mal nicht. Wer sind sie? Das. Nee, auch nicht. So, gucken wir mal. Das ist zurück, hat dann sehr gut. Das könnte das zum Beispiel schon wieder ausgleichen. Doch, das machen wir. Also. Einmal die beiden. Na, komm. Aua. Jetzt habe ich mir wehgetan. Ja, ihr seht auch schon gerade, der Hengst steht bei Dani. Grüße gehen raus. Jetzt ist so die Frage, 87, 88, wer sind sie? Die hat jetzt nicht so viel GP, die gute, aber dafür hat sie Very Goods und ich meine, es ist sogar, ich hätte die auch noch nicht irgendein Fohlen aus der rausgezogen. So, wen haben wir denn noch hier? Ich glaube, mit den beiden könnten wir es auch ganz gut mal probieren. Wobei, nee, diese ganz dunklen, die würde ich ganz gerne für Cold Moon Knight aufheben. Weil er ja halt sehr, sehr hell ist. Und ich versuche da ja immer noch irgendwas Vernünftiges rauszukriegen. So. Was haben wir hier? Doppel-E. Ah, könnte wieder ein Doppel-E und Doppel-A werden. Könnte, muss aber nicht. Splash Bite 1 könnte auch doppelt wieder sein. Ich dachte, er hat keins. Na, dann habe ich mich eben verguckt auf die Schnelle. Ne, die beiden machen wir jetzt noch. Und dann einmal kommen wir zu ihm hier. Mit ihm, nein. Mit ihm wollen wir züchten, nicht verkaufen. Da machen wir, warte mal, hat sie? Sie hat schon wieder ein Cream mit dabei. Er hat einen Dunn, Champagne. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Das habe ich jetzt oft genug gehabt. Da machen wir lieber die beiden, auch wenn es dann wahrscheinlich wieder ein Doppel-Splash-Bite 1 wird. Das ist mir dann aber egal. Also dann lieber das Champagne raus, als ja wieder Cream und Champagne in eins. Da habe ich so gar keine Böcke drauf. So, wie sieht es bei dir aus? Hier sie zum Beispiel könnten wir auch mal ganz gut nehmen. 21, was hat er? 28. Ja, komm, wir probieren es mal. Wobei, wartet, wartet, wartet. Nee, die beiden könnten wir auch noch mal probieren. Ich züchte nämlich immer so wenig mit meinen Hengsten. Ah, sie ist auch wieder so hell, ne? Ah, sie hat auch wieder ein Dann mit dazwischen. Das wird wieder ein Doppel-Dann. Nee, nee, nee. Mm-mm. Was ist mit ihr? Sie ist zwar nur ein Rabträger. Cream, da ist schon wieder, da ist schon wieder Cream mit dazwischen. Muss doch nicht sein. Hier haben wir auch schon wieder Cream mit dazwischen. Außerdem sind das Halbgeschwister. Was ist mit dir? Das könnte noch funktionieren.
84. Wird ein bisschen gefährlich mit der Konfi. Ich würde aber sagen, ich riskiere es aber trotzdem mit den beiden mal. Weil der Hengst soll jetzt nämlich demnächst in Giselas Betreuung. Ich habe mittlerweile bessere Hengste. Oder bessere Hengste kommen tatsächlich dazu. Deswegen soll der jetzt mal so langsam aber sicher in Rente. Das könnte noch funktionieren. Vom Stammbaum her habe ich jetzt auch gerade nichts zusammen gesehen. Nö, 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 nö. Also züchten wir mit den beiden noch. Ich glaube, ich müsste mal meine ganzen, wobei, bin gerade immer überlegen, ob ich die verkaufe. Ich mache mal kurz einen Sprung. Ich möchte hier erstmal meine ganzen Flexenstuten dazwischen raus haben. Die werden nämlich heute alle von ihm hier gedeckt. War sie ein Flexen? Ja. Das war ein Flexen. Mit Doppelpearl auch. Na, wir gucken mal, was das Spiel hier raus macht. Einfach mal gucken, was jetzt hier so zwischendurch bei rumkommt. Ich meine, sie wäre noch ein Flexen gewesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig mehr sicher. So. Denn die beiden auf jeden Fall auch noch. Leute, ich sag's euch, das geht rakizaki hier heute. Da manchmal ist es dann echt so, dann ist man noch am Überlegen, macht man die Verpaarung, macht man die Verpaarung. Nö, ich will jetzt einfach mal gucken, was er vererbungstechnisch so weitergibt. Und hoffe, dass ich da einfach was Besseres rausbekomme. Einfach auch so ein bisschen konfimäßig, vielleicht nochmal so ein GP-Push. Das wäre doch ganz nett, wenn wir da irgendwas nochmal mit rausbekommen. Bei ihr bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz so sicher. Einfohlen lassen wir noch. Und dann gucken wir mal. So, und dann ist nämlich der junge Mann auch erwachsen geworden. Und bei ihm bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Ihn muss ich auch noch, also muss nicht, aber er hat, glaube ich, kein Cream. Nee, hat er nicht, aber die sind zu eng miteinander verwandt. Was ist mit den beiden? Milchkaffee ist zweimal hier mit drin, das sieht man aber nicht mehr, wenn das Fohlen dabei ist. Könnte ich durchaus riskieren, die beiden. Mal gucken, vielleicht kommt dann da was Vernünftiges bei rum. Schauen wir einfach mal. Seit du, Evitch? Hallöle. Das ist aber ganz schnell weg. Das bitte einmal rauszüchten. Bitte, danke. So, es sind jetzt tatsächlich auch überwiegend nur die Quarter, die ich größtenteils decken muss. Na, wobei ich glaube, bei ihr könnte mit dem anderen schon wieder eng werden. Cream hast du nicht. Nee. Also machen wir noch die beiden. So, dann haben wir es dann auch schon wieder fast. Okay, ja, dann habe ich schon. Da brauche ich gar nicht gucken, da weiß ich, dass sie nicht miteinander verwandt sind. Da habe ich schon wieder fast meine ganzen Pferde mit euch zusammengezüchtet. Ah, das könnte ein Doppel dann geben, ne? Ja, nee. Nee, 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 nicht so gerne. Was hast du? Die hat auch noch mal einen dann. Nee, dann packe ich da auch nichts mit drauf. Was ist mit dir? EA, Splashbite 1. Hatte ich nicht? Oh, ich muss mir ganz dringend noch Namen überlegen. Ich komme mit den Namen aktuell auch nicht so hinterher. Und dann ist es ein bisschen verwirrend, wenn die dann einfach nur Rapp und dann eine Punktzahl dahinter haben. Das ist dann manchmal schon ein bisschen blöd. So, warte mal, was hattest du nochmal? Du hattest ein Cream
Und dann, ich mag dieses Doppel dann möchte ich ehrlich gesagt nicht. Das hat nicht funktioniert. Wobei bei ihr könnte ich noch mal, warte mal, du hattest aber das Cream, ne? Cream hat er dafür wieder nicht. Dann probieren wir die beiden noch mal zusammen. Ich bin dann echt gespannt, was das für Fohlen werden. Ah, guck mal. Hier. Flexenstute nochmal durchgerutscht. Nee. Nichts mit Doppel dann oder sonst irgendwas. Das könnte hier auch noch interessant werden. Von der Verpaarung her. Da könnte auch wieder so ein bisschen Farbe mit rumkommen. Doch, das probieren wir auch mal aus. So, den haben wir schon. Dann einmal ihn hier. Der darf dann einmal die restlichen Damen einmal besuchen, die ich jetzt hier noch so habe. Meine Güte, 11 Minuten? Meine Güte, was ist denn hier los? So, da sollte aber auch an sich, wobei, warte mal. Ich wollte gerade sagen, keine Verwandtschaft bestehen. Ich denke mal nicht. Warte mal, du warst jetzt einfach nur ein Rappe, ne? Ja. Pearl ist auch wieder so eine Sache, aber lieber nochmal ein Pearl als irgendwas anderes. So, düm, 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 düm. Das war nochmal Flexenstute und. Sie, was hast du nochmal? Ein ENA, Cream, dann. Ja, dann versuchen wir es mit den beiden noch und schauen mal, was dabei rumkommt. Denn zu den Finis, wo ich bei den Finis echt stark am Überlegen bin, dass ich sie komplett rausnehme und dafür die Isländer ein bisschen weiter mit ausbaue. Ich bin mir da aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Da weiß ich nicht, weil ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, so dass ich da auf gar keinem schlechten Weg bin mit den Finis. So das, was ich ganz gerne haben möchte. Deswegen weiß ich nicht, weiß ich nicht. Machen wir die beiden. Und. Nee, da wollte ich noch jemand anders. Da. Auch, wobei, warte mal. Nee. Die machen wir. Die beiden. Genau, ich glaube, da könnte ich nämlich den anderen gar nicht mit draufpacken. Einmal ihn hier. Der hat mir nämlich auch ein bisschen. Wobei es geht. So wenige Fohlen hat er gar nicht. Da hat, glaube ich, Cleo weniger. Warte. Ja. Der hat da weniger, aber das macht nichts. Das ist kein guter, kein schlechter Zuchthengst. Deswegen nehmen wir den auch noch mal. Und einmal die beiden. Und dann noch zwei Flexen. Nee, warte mal, wo war jetzt die hundertprozentige? Genau, das war jetzt die hundertprozentige Flexenstute. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt, was das Spiel aus diesen GP-Werten macht und dieser Konfi. Da bin ich mal richtig gespannt. Also drückt mir Däumchen, dass da was Gutes bei rumkommt. Und sie hier nehme ich jetzt auch noch einfach mal. Sie ist zwar nur ein Flexenträger, ist aber nicht schlimm. Dafür haben sie fast das gleiche GP. Na, er hat dafür mehr Very Goods und konfitechnisch ist er auch weiter oben. Ja, zack, einmal wieder durchgedeckt. Wartet mal, ich habe meine Vollblüter vergessen. Ja. Die habe ich so ein bisschen vergessen. Na, mit den Vollblütern, da muss ich mir eh nochmal überlegen, was ich damit mache. Ich finde 15 Minuten allein nur Zuchtfolge, das reicht jetzt auch. Ihr Lieben, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare da lassen, was ihr meint, was dabei rumkommt aus den ganzen Verpaarungen. Wenn ihr wollt, dass ich mal
bestimmte Hengste nehme, also für die nächste Zuchtfolge. Ich habe ja hier noch, ich habe ja hier noch alte Fläschchen von meinen ganz alten Hengsten. Wenn ihr wollt, dass ich mal mit meinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Anfangshengsten hier zum Beispiel mein kaltes Feuer oder halt hier, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo war er hier noch mit zwischen ihn hier. Wenn ihr wollt, dass ich damit mal züchte, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann mache ich das sehr, sehr gerne, dass ich dann halt einfach mal gucke, dass wir dann in der nächsten Folge, also wenn alle Stuten dann wieder quasi ihre Fohlen haben, dass wir uns dann zwischendurch die Hengste angucken, welche ich die euch vorstelle, wo ich dann noch Samenfläschchen von habe und ihr sucht euch quasi dann Hengste raus, die mit dem ich dann züchten soll. Das können wir auch sehr, sehr gerne machen, falls das den einen oder anderen interessiert. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, kleine Inspiration wieder, wenn es jetzt auch nur ein Deckmarathon war. Aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, wie ich da was manage, gucke, mache und tue. Schreibt mir noch in die Kommentare, wie ihr das macht, worauf ihr achtet. Auch nur auf Farbe, GP oder auch nur auf Konfi. Lasst es mich wissen und ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.